Willkommen hier aus Montreal zu unserer F1 22 Audi Karriere. Wir sind sehr heiß. Ich bin extrem heiß auf diese Strecke, denn ich liebe sie. Eine extrem coole Strecke und auch generell in der Formel 1 immer wieder sehr actionreich. Ich erinnere mich da an ein Rennen letztes Jahr, wo es auch drunter und drüber ging. Ein Charles Leclerc mit Motorstrafen und auch vorne ging es ja wirklich hin und her mit den ganzen Leuten. 14 Kurven, 4,3 Kilometer und ja natürlich 3 DS-Zonen machen das Ganze hier auf einer zugegeben sehr schnellen Strecke. Also das würde ich schon mit Highspeed vergleichen und machen das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Los geht's im Qualifying. Wir starten hier rein. Die Lichter gehen aus und wir sind jetzt dran. Dritter Platz, erster Platz in die erste Kurve rein. Ein bisschen den Scheitel verpasst, aber dennoch, ja, kommen wir immerhin gut aus der zweiten Kurve raus. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst doch gerne euch oben da. Links wie immer alle unten in der Bio und schaut auch unbedingt gern auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Macht die 13.000 voll, bitte. So, dann aber los geht's, weiter geht's hier. Ich liebe auch diese Kurvenkombination, nur finde ich, der Curb ist ein bisschen zu kurz. Also ich fahre doch immer gerne die Curb aus und da ist echt wenig Platz am Curb. So, hier kommen wir echt smooth durch, das war traumhaft. Da traue ich mich nur nicht nah an die Mauer dran fahren. Wie gesagt, die Curbs sind hier wirklich sehr, sehr knapp. Und die Haarnadelkurve, hier gab es ja den Crash, den Horror-Crash von Robert Kubica in seinem BMW Williams damals. Also ja, immer noch die Bilder vor Augen, wie er da am Dach seitlich so von dieser Kurve wegkommt oder auch Vollgas da reinbrettert. Einfach nur ein Wahnsinn, welche Wucht das. 10. Platz, das ist eher semi-gut. Jetzt letzte Kurve hier durch, die war immerhin okay, ja. Nur die Wall of Champions nicht küssen, wir kennen das. 7. Platz ist gut, ist okay, ist aufgepasst werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und daneben steht Sergio Perez. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Fernando Alonso und Norris, Ocon, Leclerc. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Ricardo und Pierre Gasly. Hamilton, hier gab es eine Gridstrafe. Magnussen, Yuki Tsunoda und Albon, Bottas, Mick Schumacher, Oscar Piastri und Sebastian Vettel. Latifi, Joe, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Stroll und der Professor. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Also die Startabstellung, wir starten direkt los hier in, ja, vom letzten Platz. Ja, natürlich, ich habe alles ausgetauscht aus meinem Auto, ja, das habe ich vergessen. Wir werden sowieso vom letzten Platz starten, also Piastri vor uns nur auf dem 18. Platz. Hier heißt es natürlich nach vorkommen, aber nur nicht mit Mitteln, die ja unfair wären. So, hier direkt neben Piastri, nur nicht zu hardcore reingehen. Hier neben Piastri geht es in die enge Schikane rein. Und auch Sebastian Vettel bleibt sehr knapp, aber was geht denn hier ab? Mick Schumacher und Albon im richtig intensiven Fight hier. Und da kann man ehrlich gesagt auch nicht viel machen. Ich muss da hoffen und warten auf meine Chance, auf meine Gelegenheit, bis der Schumacher vorbei ist oder halt bis wir eine Lücke finden. Da kann ich jetzt doch nicht irgendwie reinstechen, das wäre eine sehr dumme Entscheidung. Hier gehen wir dann rein, das geht, weil ja eben Mick vorbei ist und ja, Albon ist halt einfach oder beziehungsweise der Williams ist einfach richtig grottig. Wir werden mit dem gelben Reifen fahren, wir können ein bisschen länger fahren und ja, die Kurve ist halt so perfekt zum reinstechen. Haarnadelkurven generell sind toll. Nur halt, du musst halt auch die Rausbeschleunigung schaffen, denn sonst ist es halt ein Problem. Aber jetzt sind wir hier an Yuki Tsunoda dran, P15, 5 Plätze in der ersten, 7 Plätze in der ersten Runde, finde ich schon mal, gut. Also, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ziel für heute sind auf jeden Fall Punkte und Last zu First ist sowieso unschaffbar. Aber dennoch, vielleicht kommt da der ein oder andere Crash, aber wenn ich da unten links auf die Minimap gucke, und ein, ja, Red Bull, der da schon gefühlt 5 Autos oder 6 Autos von dem anderen Red Bull weg ist, ja, weiß ich auf jeden Fall, dass wir da eher wenig Chancen haben. Dennoch freut es mich hier, oh, da kommt der leichte Teacher mit der Mauer. Aber hier positionieren wir uns schon außen
Auch generell, Yuki hat die Kurve nicht ganz so gut, hat nicht einen ganz so guten Exit. Deswegen konnten wir da auch richtig gut mitkommen. Generell, das ganze Feld ist auch richtig eng zusammen. Wir sind zwar erst in der zweiten Runde, aber dennoch, normalerweise hast du da auch schon ein paar Lücken oder so. Wir sehen auch da 8 Zehntel zu Bottas, 1,2 Sekunden. Aber jetzt gucken wir uns mal den Start an, der richtig, richtig, richtig gut war. Auch von Max Verstappen hier, der kommt da wirklich wie eine 1 weg. Da ist auch nichts mehr mit. Der kommt da wirklich perfekt weg. Wir gehen hier zu dritt in die erste Kurve rein. Und dann außen hier an meinem Teamkollegen gehen wir da ran. Und dann können wir wirklich beim Reinbremsen. Ja, da hatten wir ein bisschen Glück, weil Vettel eben Piastri eingebremst hat. Und wir konnten dann, ja, innen gegen Sebastian Vettel auch durchkommen. Und das war schon eine, ja, gute erste Phase hier. Da habe ich mich auch außen positioniert, aber da konnte man sowieso nichts machen, weil eben hier Albon und Mick im Fight waren, da ging sowieso gar nichts. Aber dennoch eine richtig, richtig coole Anfangsphase, die ich absolut nicht zurückgeben möchte. Ich liebe es auch generell, so im Getummel, so ein bisschen sich durch zum Manschkern, sich durchzuarbeiten. Da habe ich auch gesehen, ja, der Haas, der hat hier richtig spät oder richtig früh bremsen müssen und konnte hier wirklich spät erst das Gas gehen. Deswegen haben wir da auch meine Chance genutzt. Und wir sind wirklich eine sehr, sehr tolle und sehr optimale erste Runde gefahren. Das kann ich wirklich, ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber jetzt gehen wir hier mal in die zweite Runde rein. Wir hängen hinter Valtteri Bottas. Und ja, es heißt natürlich ganz klar, Ziel nach vorne. Und Bottas kommt hier ja natürlich noch ohne DRS-Hilfe und mit wesentlich mehr Abstand zu Magnussen als ich. Das ist einfach ein Duell auf Windschatten und auf, ja, das war jetzt eher Semi, da nehmen wir die Verwarnung mit, hab die Lenkung aufgemacht, sonst, ja, die Schicht da voll an die World of Champions. Das ist nicht mein Ziel hier heute. Wie gesagt, wir sind an Kevin Magnussen. Und next one hier, Kevin Magnussen. Gleiche Geraden wie Bottas vorhin, da gibt's die Berührung. Bro, was machst du? Was? Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Das war unfassbar knapp. Aber alles gut gegangen, kein Crash oder so. Jetzt kämpft da direkt Magnussen mit Bottas. Wir sind hier auf dem 12. Platz nach vorgekommen. Aber jetzt wird es halt sehr, sehr spannend zu sehen. Ja, Leclerc auch mit den gelben Reifen. Der hat hier anscheinend auch Gridstrafen eingesammelt. Auch nur 10. Platz. Gasly vor uns, den könnten wir noch holen. Ich denke mal, ja, vielleicht haben wir Glück. Und Charles Leclerc hängt dann irgendwie im Getummel. Hängt irgendwie hinter einem Fahrer fest. Dann könnten wir eventuell den wenigstens sneaken. Aber jetzt haben wir schon mal ein kleineres Loch hier zum Vordermann. Also das sind schon 1,6 Sekunden. Jetzt heißt mal natürlich dieser Gap anfahren, dranfahren wieder und vor allem dann natürlich auch Glück haben und überholen. Ja, ist auch ein Mercedes. What the fuck? Was ist denn hier los? Mercedes und Leclerc. Also ein Mercedes und ein Ferrari im Mittelfeld. Das, ja, habe ich mir nicht so gedacht. Dafür zwei Alpine vorne. Jetzt sind wir hier an Pierre Gasly mal dran. Ja, und davor Ricciardo. Und davor sehen wir, ist noch immer noch ein Ferrari und ein Mercedes. Die haben richtig hier, anscheinend auch nicht so die Übermacht. Und ich sehe meine Chance auf jeden Fall, weil Leclerc die gelben Reifen. Wir sind auf dem gleichen Satz Reifen. Und das kann natürlich bedeuten, dass es hier wirklich um eine gute Position geht. Weil die Alpine da vorne werden die Pace nicht halten können. Auch der McLaren ist jetzt nicht so schnell, wir sehen es auch hier bei Ricciardo. Der kommt zwar mit der Pace, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass Ricciardo hier übermächtig ist. Oder generell die McLaren. Da hinten ist es auch ein Riesenloch. Scheidet der Alfa Tauri aus. Der ist echt langsam. Aber wir müssen hier wirklich drankommen. Das heißt hier auf jeden Fall, dass wir Ricciardo unbedingt noch in dieser Runde überholen. Ich weiß nicht genau, wie lange man mit den gelben Reifen fahren kann. Mal gucken, wie lange die mit dem roten fahren können vor allem. Weil, da so richtet sich dann meine Fahrweise mit den gelben auf jeden Fall. Ich denke mal, wir müssen mindestens bis Runde 11, 12 mit gelb draußen bleiben, um dann entspannt mit dem roten Reifen zum Schluss ins Ziel fahren zu können. Aber es ist generell eh nur eine kurze Strecke, auch nicht sehr reifenbelastend. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es hier jetzt nicht schlimm wird. So,
ich kann hier noch nichts machen. Ricardo ist noch zu weit weg. Aber wir hängen auf jeden Fall im Fenster, im Windschatten und im DS-Fenster. Und auch ES habe ich mir ein bisschen gespart. Ja, ist natürlich eher minimal, weil auf dieser Strecke ist nicht viel da. Vielleicht können wir ihn vor der letzten Kurve reinhalten, überholen. Und ja, wir versuchen es und er gibt nach. Er gibt nach, das ist gut. Sonst wären wir da vermutlich aneinander geraten. Aber ja, seine Raffen sind dann auch vermutlich nach 7 Runden dann schon ein bisschen durch. Und jetzt sind wir direkt vor Leclerc. Hamilton fährt mit Rot und kommt trotzdem nicht vom Fleck weg. Und Leclerc hängt ihm ja hinten drauf, obwohl er ja die Gelben hat. Egal, Sainz ist anscheinend auch mit Gelb gestartet. Auch Perez ist hinter uns, aber der war schon in der Box. Auch natürlich Verstappen und Perez hat den Start gewonnen. Das ist auch eine interessante Sache. Wir hängen hier immer noch hinter Leclerc, aber ich muss sagen, die Pace ist wirklich phänomenal. Natürlich liegt es auch dran, dass man dreimal DS hat und ja, natürlich ein bisschen ja, damit spielen kann. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist richtig gut. Auch die Reifen halten extrem lange. Wir können hier die Pace auf jeden Fall von dem Red Bull halten. Auch an Sainz holen wir da ein bisschen auf. Es ist jetzt nicht der Win, es wird auch nicht das Podium sein, aber ich würde mal sagen, wir können auf jeden Fall heute Punkte mitnehmen. Das sind nämlich schon 10 Sekunden auf Verstappen und dann nochmal, ja, wahrscheinlich ein bisschen, weil ich sehe, hinter Verstappen ist nur ein Mercedes und dann nochmal so eine große Lücke. Also es werden so der fünfte, sechste Platz wird es werden. Aber ja, Leclerc wird auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielen. Mal gucken, ob jetzt mal einer reinkommt der beiden, Sainz oder eben Leclerc. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht rein, weil es noch zu früh ist, aber ich denke mir, es wird halt interessant jetzt. Ja, wie lange durchhält, wie lange können wir die Pace noch halten und vor allem, wie lange bleiben die beiden Ferraris draußen, weil die haben natürlich so... die Übermacht. Aber wir können, wie gesagt, mal gucken. Er geht auf jeden Fall noch einiges heute. Wieder grün im ersten Sektor. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber heißt natürlich auch jetzt nichts mehr. Verstappen hat die Messlatte runtergedrückt. Er ist jetzt, hat in einer Runde knappe 6 Zehntel auf uns aufgeholt. Also der ist schon sehr schnell. Und jetzt sind es sogar schon eine Sekunde. Also jetzt wird es auf jeden Fall knapp. Es wird, wir fahren natürlich nicht gegen Verstappen und auch nicht gegen Perez, aber dennoch, wenn man sieht, dass die anderen ein bisschen schneller sind, heißt es natürlich trotzdem durchhalten. Wir sind auf dem gleichen Reifen und trotzdem sind die um Welten schneller. 12. Runde und jetzt gehen wir nun auch endlich rein, zeitgleich mit Sainz. Leclerc war schon drin, mal gucken, ob sich das ausgezahlt hat. Kommen wir vor oder hinter Leclerc raus? Das ist jetzt die Frage. Es war nur eine halbe Sekunde, die uns da auf ihn gefehlt haben, Verstappen und Perez sind schon, nein, jetzt ist Verstappen auch vorbei. Perez ist, wo ist Perez? Wo ist, nein, Mann, 5,3 Sekunden Standzeit, die Box hat's verkackt. Gut, das ist, die Frage hat sich auf jeden Fall erübrigt. Wir fallen sogar hinter Hamilton und hinter Ricardo nicht. Hamilton auch nicht, aber wir fallen hinter einen kleinen Zug zurück, den Ocon hier anführt. Das ist natürlich schade, das ist blöd. Wenn das so passiert, dann bist du halt ein bisschen draußen. 9. Platz, immerhin sind es noch 2 Punkte. Die hatten wir ja letztes Rennen auch, falls ihr das letzte Rennen sehen wollt. Aber ja, die 2 holen wir auf jeden Fall mit dem viel besseren Reifen. Und dann denke ich mal, ist schon Schicht im Schacht. Ich meine, eventuell noch dem Alpine in 5 Runden. Aber ich muss mich hier jetzt schon zur Wehr setzen gegen Hamilton. Und das ist halt einfach alles nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich meine, wenn das wirklich geklappt hätte, wären wir erst einmal vor dem Zug rausgekommen. Und dann vielleicht sogar in Schlagdistanz zu Charles Leclerc. Also, ja, da kennen wir später Brems. Dann nehme ich den ganzen Körper mit, dass es eben keine Berührung mit Lando Norris gibt. Aber da ja, das war ein dummes Manöver, weil dafür falle ich auch wieder aus dem DS-Fenster raus. Lila im ersten Sektor, wir haben es geschafft, auch an Ocon vorbeizugehen. Aber jetzt wird es halt interessant. Wo werden wir noch landen? 2,6 Sekunden zu Leclerc. Aber das Interessante sind halt eben die drei Sekunden zu Fernando Alonso. Vielleicht schaffen wir es noch, den Spanier zu holen. 2,8. Also in 3 Runden sollten wir das schon schaffen. Die Reifen sind noch okay. Links hinten 14%. Sonst ist eigentlich alles noch gut.
Und jetzt hält Alonso ein bisschen Charles Leclerc auf. Ich hoffe natürlich, dass er ihn auf dieser Grad noch nicht holen kann. Sonst, ja, ist es vorbei für meine Chancen, beide zu holen. Aber es sind 4 Zehntel, 3 Zehntel. Ja, jetzt sind es wieder 4, 3, 2. So knapp, aber ich glaube mal nicht, dass Leclerc hier reinhalten wird. Das wäre ein Himmelfahrtskommando. 2,1 Sekunden sind es jetzt. Wir haben 5 Zehntel aufgeholt durch diesen Fight, würde ich jetzt mal sagen. Leclerc konnte... Jetzt ist er vorbei, leider. Schnellste Rennrunde konnten wir uns hier sichern. Jetzt gucken wir uns mal die Überholmanöver an. Hier ist das nochmal gegen Kevin Magnussen in Runde Nummer 3. Da ging er weit und wir konnten da den Switchback machen. Das war gut. Das war ein sehr, sehr guter Switchback. Und Runde Nummer 13 haben wir die Kurve, die, ja, Track Limits ein bisschen ausgelotet, würde ich mal sagen. Und ja, dann rein hier in die Olga. Ricardo, wir konnten da viel später bremsen, nehmen den Rasen mit, dass wir eben Ricardo nicht berühren und konnten natürlich mit den frischeren Reifen trotz des Drecks am Reifen besser aus der Kurve rauskommen. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber ja, jetzt heißt es natürlich angasen. Wir müssen unbedingt noch an Alonso vorbei. Das wäre mein Ziel für heute und das wäre auch sehr, sehr gut. Das wäre sehr, sehr traumhaft, wenn wir da an Fernando vorbeikommen würden noch. Die Kurve war smooth gefahren, die war richtig sexy. Und da sehen wir auch doch das nächste Überholmanöver. Gegen Esteban Ocon in der ersten Kurve, viel später gebremst. Und da konnten wir uns durchquetschen. Ja, und weiter geht's hier. Jetzt sind wir an Alonso dran, Turn 17. Und auch Leclerc ist hier ganz, ganz nah. Also das bedeutet, wir könnten hier wirklich, ja, die Sensation schaffen. Alonso noch zu holen und damit uns wichtige, wichtige 8 Punkte im WM-Kampf um, ja, Konstrukteurs-WM und so weiter. Jetzt hängen wir an Alonso dran. Ich denke mal, den können wir in der Spitzkehre ja, holen. Viel später können wir dann natürlich immer noch in die Bremse, aber das war zu spät. Wir gehen da sogar weiter und da kommt fast der Switchback von Fernando, aber es ist nicht ausgegangen. Wir sind jetzt im Sekundenfenster zu Charles Leclerc, bekommen noch das DS für Alonso, aber arbeiten uns hier schon an Leclerc dran. Die Reifen sind mittlerweile auch schon richtig, richtig abgenutzt. Jetzt hier an, ja, letzte Kurve, fetter Quersteher. Und im Windschatten arbeiten wir uns hier an Leclerc dran. Aber wir wissen, an Leclerc drankommen ist nicht das Problem. Es ist eher an Leclerc vorbeizukommen. Wir hatten uns vorhin schon so oft abgerackert, mitten in der letzten Runde. DRS geht noch einmal an und dann haben wir noch eine Chance an der langen Geraden vor, ja, vor der World of Champions. Hier nochmal alles reingehen. Die FIA ist so gnädig mit mir heute, mit den Track Limits. Und jetzt geht's in unseren letzten Versuch. Hier kann man nicht dranhalten. Wir sind zu weit weg von Leclerc. Aber jetzt heißt es Vollgas. Richtig gut aus der Kurve rausgekommen. Im Windschatten geht's hier dran. Können wir an Leclerc vorbeikommen, oder? Es wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Wenn ich nicht zaubere in der letzten Kurve, werden wir das Ganze nicht schaffen. Perez gewinnt das Ganze und hier halte ich drauf. Und das war einfach zu, ja, knapp. Das war knapp, aber ist sich nicht ausgegangen. Unfassbar knapp, aber Charles Leclerc besiegt uns hier. Ich meine, er hat doch das bessere Auto, aber der 6. Platz, denke ich mal, ist nach dem verkorksten Boxenstopp, würde ich mal sagen, ja, ein Segen. Fahrer des Tages, ich freue mich extrem. Ich weiß nämlich, dass wir ohne diesen Fail in der Box mindestens 5. geworden wären, aber wir hätten dann uns auch die Fights im Mittelfeld erspart, wären vielleicht sogar 4., 3. gekommen. Das war schon richtig gut. Fehler passieren immerhin. Wir sind ein Team und muss natürlich auch durch die schlechten Zeiten miteinander gehen. Also ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf einen zeigen, weil es hat doch schon Rennen gegeben, wo ich Fehler gemacht habe oder ich im letzten Rennen die Strategie gewählt habe, die uns dann schlussendlich aus fetten Punkten rausgeworfen hat, weil ich noch fettere Punkte wollte. Also, ihr wisst, was ich meine. Schaut euch gerne unbedingt das Aserbaidschan-Rennen an. Es war Heartbreaking-Finale und sehr, 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 sehr traurig, das Ganze. Aber ja, was soll man sagen? Ein gutes Rennen geht zu Ende. Ein sehr spaßiges Rennen, vor allem für mich. Also, es hat wirklich unfassbar Bock gemacht, hier zu fahren. Es ist halt Kanada, eine Strecke, wo man richtig gut überholen kann. Nächstes Mal steht dann Großbritannien an. Wieder eine Strecke, wo man gut überholen kann, aber auch eine Strecke, wo man auf der ganzen Strecke ein schnelles Auto braucht. Wird schwierig, dass wir da mithalten können mit der Leistung von heute. Aber mal gucken. Es kann vieles passieren. Und die 9 Punkte
nehmen wir heute mit. Wir haben nämlich auch die schnellste Rennrunde geschafft. Mit sechster Platz wieder abgerutscht. Die Konkurrenz ist einfach zu stark noch aktuell für uns. Aber ich werde alles versuchen. Piastri, sehr, sehr gute Leistung, hat leider keine Punkte geholt, aber er ist auch spätestens nach dem vorletzten Rennen mein Hero. Wir haben beides geschafft, 3 Punkte geholt und auch unter den besten 10 abgeschlossen. Keinen Schaden für beide, trotz eines Stadt-Grand Prix-ähnlichen Layouts, würde ich mal sagen, ist schon ein großer Win für uns heute. Also generell, Kanada heute ein Big W. Kanada war ein Traumrennen. Und Kanada hat richtig gebockt. Aber ja, mal gucken, wo wir uns was wir noch so alles leisten können. Hier im Hintergrund nehme ich noch alle wichtigen Änderungen vor. Wir möchten hier ein bisschen den Aero upgraden. Natürlich der Zeitplan. Viel Zeit zwischen Kanada und Großbritannien. Aber ja, ich freue mich extrem aufs nächste Rennen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Und schaut gerne auf Witz-Tobi auf TikTok vorbei. Macht wirklich die 13.000 Abonnenten voll. Würde mich extrem freuen. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Und abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und schaut wie immer gerne unten in den Links vorbei. Bis morgen oder übermorgen oder später auf TikTok. Und ciao.